Herzlich willkommen zurück bei Paula, dem medizinischen Bildungskanal. Das ist ein Mehrteiler. Ich habe euch unten den ersten Teil verlinkt. So, wie versprochen, schauen wir uns jetzt im Konkreten mal an, was macht denn eigentlich dieser hohe Blutdruck mit unserem Gefäßsystem? Ich hatte schon den Vergleich gezogen mit einem Wasserschlauch. Da können wir eigentlich wieder einhaken. Wenn ich jetzt auf so einen Wasserschlauch permanent hohen Druck gebe, könnt ihr euch vorstellen, dass dem Wasserschlauch das auf Dauer nicht so wirklich bekommt. Es entstehen dann manchmal so kleine Risse, dort entstehen Schwachstellen und es kann passieren, dass das Gefäß sich an der Stelle ein bisschen erweitert, aussackt. Aneurysmen entstehen. Aneurysmen, das sind quasi so Aussackungen des Gefäßes. Das ist erstmal nicht schlimm, die können aber anwachsen und schlimm werden. Das Schlimmste, was in der Klinik so passiert, oder das Schlimmste, was ist schon das Schlimmste, kann man so vielleicht nicht sagen, aber wenn wir in der Aorta, in der Bauchaorta kommt das hin und wieder vor, ein Aneurysma haben, dann wächst das Gefäß auf ein großes Kaliber an, was es eigentlich nicht soll. Es wird natürlich instabiler und im schlimmsten Fall reißt das und der ganze Bauch und das Becken läuft voll mit Blut und das kann innerhalb kürzester Zeit tödlich enden. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir in allererster Linie behandeln wollen. Das, was der chronisch erhöhte Blutdruck in den meisten Fällen verursacht, sind so kleine Läsion im Gefäßsystem. Hier kommt es dann dazu, dass der Körper natürlich diese kleinen Risse versucht wieder zu schließen. Das heißt, es wandern Thrombozyten. Thrombozyten sind die kleinen Blutplättchen, die dafür sorgen, dass das Blut wieder gerinnen kann und nicht unendlich aus dem Gefäß rausfließt. Diese Thrombozyten lagern sich dann an der Stelle an, heilen den Riss aus und der wächst wieder zu. Passiert das aber häufiger, kann es passieren, dass auch so ein kleiner Riss wächst, sich da immer mehr Partikel anlagern, auch Cholesterinpartikel, deswegen werde ich später noch mal drauf kommen. Gibt es auch cholesterinsenkende Medikamente, ist auch das Cholesterin so in Verruf geraten, weil man festgestellt hat, dass sich das dort anlagern kann und immer größere Defekte entstehen und auch ein Thrombus, nennt man das, entstehen kann. Dieser Thrombus, das ist ein Aggregat aus festen Blutbestandteilen. Das haben wir jederzeit überall im Körper in ganz kleinen Mengen. Die werden wieder aufgelöst, wieder aufgeschwemmt. Das ist alles nicht dramatisch. Wenn sich aber größere Plaques bilden, dann können die nicht mehr einfach aufgelöst werden. Und im schlimmsten Fall lösen die sich aus dem Verband, in dem die da gewachsen sind und verstopfen an anderer Stelle ein Gefäß. Deshalb kommen dann auch so Blutverdünnende. Blutverdünnende ist eigentlich nicht richtig, aber viele Mediziner sagen das trotzdem, weil der Laie das dann relativ sich dann darunter was vorstellen kann, gibt es blutverdünnende Medikamente, die das wiederum verhindern sollen. Warum steigt der Blutdruck überhaupt? Hat sich die Evolution dabei was gedacht? Ja, die Evolution denkt sich immer ganz viel. Nein, die denkt sich nichts, aber es kristallisiert sich das heraus, was für uns am gewinnbringendsten war, was für uns das Überleben gesichert hat. Und da ist diese Regulation des Blutdrucks anscheinend eine ganz feine Sache. Stellen wir uns jetzt vor, der Höhlenmensch, es wird immer der Vergleich des Höhlenmensch, ich finde das immer ein bisschen doof, in der jetzigen Zeit, stellen wir uns vor, wir laufen auf die Straße, haben nicht so richtig geguckt und ein Auto rast auf uns drauf zu. Dann müssen wir sehr, 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 sehr schnell reagieren können. Um das zu gewährleisten, hat uns die Evolution ein vegetatives Nervensystem verpasst. Quasi das Nervensystem, was
ohne dass wir drüber nachdenken müssen, von alleine reagiert. Da gibt es auf der einen Seite den Sympathikus und den Parasympathikus, Engelchen und Teufelchen. Ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber das sind wie Engelchen und Teufelchen Gegenspieler. Der Sympathikus sorgt dafür, dass wir schnell reagieren können, dass wir Leistung bringen können und dass unser Körper alles auf Wachzustand hochreguliert. In dem Fall würde der Blutdruck steigen und die Herzfrequenz würde steigen. Wie macht der Körper das? Wenn der Sympathikus aktiviert wird, wird hauptsächlich Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Adrenalin kennt sicher jeder von euch, auch das Gefühl, wenn uns das Adrenalin zu Kopf steigt, das genau ist der Sympathikus. Wir kriegen rote Farbe im Gesicht, das Herz fängt an schnell zu schlagen, wir fühlen uns ein bisschen unwohl, wir fangen an zu schwitzen. Das sind alles die Auswirkungen von Adrenalin und Noradrenalin. Das wird ins Blut ausgeschüttet. Ein Teil davon kommt aus der Nebenniere, dazu später. Ein Teil davon kommt aus dem zentralen Nervensystem. Und wir sind hellwach und können sofort reagieren. Das sind alles Sachen, die innerhalb von Millisekunden passieren, um uns einfach die Möglichkeit zu geben, vor dem Auto wegzuspringen, noch auszuweichen, wie auch immer. Man muss sich das so vorstellen, es wird ins Blut ausgeschüttet und in jedem Organ gibt es dafür Empfängerzellen, die sogenannten Rezeptoren. Und je nachdem, welche Rezeptoren da sind, je nachdem entscheidet sich auch der Effekt, der dabei rauskommt. Also es das heißt nicht, Adrenalin macht an jedem Organ das Gleiche. Es gibt verschiedene Rezeptoren, die dann verschiedene Effekte hervorrufen. Im Gefäßsystem gibt es das auch. Man nennt die Alpha- und Beta-Rezeptoren. Auch am Herzen gibt es Beta-Rezeptoren. Darauf komme ich nochmal, wenn wir bei den Medikamenten über die Beta-Blocker sprechen. Achso, und dann gibt es noch den Parasympathikus, wie ich schon am Anfang erwähnte. Das ist der Gegenspieler. Also das ist der Teil des Nervensystems, der dafür sorgt, dass wir in Ruhe andere Körperfunktionen aktivieren, zum Beispiel die Verdauung, die Speichelproduktion. Das sind Dinge, die dann der Parasympathikus übernimmt, dafür sorgt, dass der Blutdruck wieder fällt, dass die Herzfrequenz wieder runtergeht und wir uns wieder wohler fühlen. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass der Sympathikus mal kurz aktiv ist. Der Parasympathikus, die sind immer aktiv. Es ist nur die Frage, wer hat gerade den größeren Anteil und dementsprechend pegelt sich das immer ein. Die sind aber nie inaktiv. Es wird immer eine kleine Menge ausgeschüttet und je nachdem, was gerade benötigt wird, wird das eine mehr oder das andere weniger ausgeschüttet. Aber das ist ein sehr komplexes System. Wenn der Kanal gut läuft, dann oder mir das weiterhin viel Freude macht, dann werde ich euch mit Sicherheit auch mal dazu ein paar Videos verfassen. Jetzt wollten wir uns aber ursprünglich mit den Medikamenten für die Blutdrucksenkung auseinandersetzen. Die allergrößte Gruppe hier zu nennen sind die ACE-Hämmer. Ich glaube, das ist die meistverschriebene Medikamentengruppe in Deutschland. Blutdruck ist ja so eine, oder Blutdruck, hoher Blutdruck ist ja so eine Volkskrankheit. Umso älter man wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran erkrankt. Witzig, wenn ich sage erkranken, das ist eine Krankheit, arterielle Hypertonie, auch wenn man das nicht merkt, auch wenn man sich gar nicht schlechter fühlt als vorher. Dennoch wird es als Krankheit definiert, weil es einen Krankheitswert hat, weil einfach das Risiko für andere Erkrankungen dadurch steigt. Andere Erkrankungen zu nennen wäre zum Beispiel koronare Herzkrankheit, Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Das sind dann die Folgen des hohen Blutdrucks.
Eine lustige Sache, die ich euch gerne erzählen möchte. Im Krankenhaus passieren ja immer die lustigsten Dinge. Ich muss vorweg sagen, wir machen uns nie über Patienten lustig. Also das möchte ich auch nicht vermitteln, dass wir irgendwie Patienten auslachen für Unwissenheit oder ähnliches. Es gibt einfach sehr komische Situationen. Und ich glaube, wenn ihr diese Geschichte hört, wird der ein oder andere auch lachen. Das ist aber nicht böse gemeint und wir wollen da auch niemanden vorführen. Ich hoffe, das kommt auch bei euch nicht so an. Wenn, dann schreibt mir das unten rein, dann muss ich das lassen, aber ich will euch auch ein bisschen unterhalten. Also das Ding ist, dass Patienten häufig zu uns in die Klinik kommen oder in die Praxis und man macht ja eine Anamnese, also das Aufnahmegespräch und fragt die Patienten, haben sie chronische Erkrankungen? Häufig kriegen wir dann die Antwort, nein, ich bin gesund. Wenn man dann aber nach Medikamenten fragt, dann werden einem fünf, sechs Präparate genannt, wo ich dann immer die Diskrepanz nicht so ganz verstehe zwischen ich bin topfit und ich nehme fünf, sechs Medikamente. Also, um euch das mal zu erklären, vielleicht findet ihr das jetzt auch nicht lustig. Ich finde das immer urkomisch. Wenn ihr Medikamente verschrieben bekommt, dann seid ihr nicht gesund. Dann habt ihr irgendwas, warum auch immer, wenn es jetzt nur ein Schmerzmittel ist, dann habt ihr Schmerzen, dann seid ihr auch nicht gesund. Und wenn das blutdrucksenkende Medikamente sind, dann gibt der Arzt euch das, weil euer Blutdruck zu hoch ist. Ich will nicht sagen, dass man das nicht beheben kann, dass man das nicht heilen kann, aber das sind chronische Erkrankungen. Und der Arzt verschreibt euch nicht Tabletten, wenn ihr topfit seid. Nur das mal am Rande. Ich finde es einfach immer wieder sehr amüsant, wenn die Menschen davon ausgehen, sie sind gesund, obwohl sie mehrere Medikamente jeden Tag schlucken. Die Evolution hat aber nicht bedacht, also die Evolution ist immer auf kurzfristiges Überleben. Die Evolution hat uns ja versucht, so auszustatten, dass wir Nachfahren zeugen. Also, dass wir als Rasse Mensch oder als Säugetier Mensch überlebensfähig sind und da reicht es, dass wir Nachkommen zeugen. Und was mit uns danach passiert, ist der Evolution im Endeffekt wurscht. Dass wir besonders alt werden wollen, ist unser Wunsch und deswegen haben wir versucht, Medikamente zu entwickeln, um dem entgegenzuwirken. Als größte Gruppe zu nennen sind die ACE-Hämmer. Ich glaube, das ist das meistverschriebene Medikament in Deutschland. Arterielle Hypertonie ist ja eine Art Volkskrankheit und deshalb kriegt das mittlerweile, naja, fast jeder, wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber es bekommen sehr viele verschrieben. Dadurch, dass diese Medikamente auch ein relativ geringes Nebenwirkungsprofil haben und einen sehr hohen Nutzen im Vergleich auch zum Preis. Das wird mittlerweile industriell hergestellt, das kostet ein paar Cent und wir haben einen großen Nutzen davon. Wie funktionieren jetzt aber diese ACE-Hämmer? Dazu müssen wir einen Exkurs in die Niere machen. Das werde ich euch mit meinen künstlerischen Fähigkeiten am besten nochmal demonstrieren. Ich habe am Wochenende extra noch ein Online-Seminar belegt für anatomisch korrektes Zeichnen. Der war wirklich, wirklich, wirklich teuer, der Kurs. Aber wie ihr, denke ich, gleich sehen werdet, hat sich das gelohnt. Also es lohnt sich einfach immer für Bildung Geld auszugeben. Ich kann es nur immer wieder sagen, schaut einfach selbst, wie das Resultat ist. Ich bin der Meinung, also ich habe da Fortschritte gemacht. Das ist top. Das kann man nicht anders sagen. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Also ich habe hier, mal das mal ein bisschen mit Lila aus, mit meinen neu erworbenen Künsten eine Niere angedeutet. Ich schreibe das nochmal dahin. Habe jetzt auf die Maßhaltigkeit wirklich Wert gelegt. Also genau so sieht eine Niere aus. Also
Nicht nur annähernd, so sieht die Niere aus. Aber genug von dem Geschwafel, wir müssen mal vorankommen. Die Niere schüttet Renin aus. Was ist jetzt Renin? Renin ist einfach ein Enzym. Das nehmen wir mal so hin. Und in der Leber wird Angiotensinogen gebildet. Unterstreiche euch das mal. Und das Renin sorgt dafür, dass das Angiotensinogen wiederum in Angiotensin 1 umgewandelt werden kann. Bis hierhin ist das alles noch nicht wirklich spannend, aber ich möchte euch der Vollständigkeit halber auch nichts vorenthalten. Und das Angiotensin 1 ist auch noch nicht das, was für uns jetzt von Interesse ist, sondern das Angiotensin 2. Ja, jetzt hat er gesagt, ACE-Hemmer, Angiotensin 2. Wo schlägt er jetzt da die Brücke? Ganz einfach, um Angiotensin 2 zu erhalten, brauchen wir ACE. Ausgesprochen heißt das Angiotensin-Converting-Enzym. Das ist ein englisches Wort. Im Deutschen würde das dann einfach Angiotensin Umwandlungsenzym, wie auch immer heißen. Im Sprachgebrauch heißt das einfach ACE. Und das wollen wir versuchen zu hemmen, sodass weniger Angiotensin 2 entsteht. Wieso soll jetzt weniger Angiotensin 2 entstehen? Das erkläre ich euch im nächsten Dia. Habe ich euch hier nochmal hingeschrieben. Der sorgt dafür, dass AT2, Angiotensin 2, gebildet wird. Und Angiotensin 2, das ist jetzt das Entscheidende. Wenn das entsteht, haben wir zwei Effekte. Und zwar werden einmal direkt die Gefäße eng gestellt. Gefäße eng gestellt, okay, was hat das jetzt mit unserem Blutdruck zu tun? Na, ganz einfach, wenn ich in einem System, einem geschlossenen System, die Durchmesser der Rohre kleiner stelle, dann steigt einfach der Druck im System davor an. Also der Blutdruck muss höher sein. Warum macht die Niere das? Die Niere ist immer auf eine gute Durchblutung angewiesen. Deswegen spielt die Niere auch so eine große Rolle bei der Regulation des Blutdrucks. Wenn die Niere zu wenig Blut erhält, kann sie kein Urin bilden und das ist außerordentlich wichtig. Deswegen ist die Niere sehr eng an das Blutdrucksystem gekoppelt. Aber es werden nicht nur die Gefäße direkt eng gestellt, sondern es wird auch Aldosteron gebildet. Was ist jetzt wiederum Aldosteron? Aldosteron ist ein Enzym, was an der Niere wirkt und dafür sorgt, dass mehr Natrium aus dem Urin rausgefiltert wird. Die Niere sorgt ja dafür, dass Dinge aus dem Computer, dass die Dinge aus dem Computer entfernt werden, ja sicher. Also nochmal, die Niere sorgt dafür, dass Dinge aus dem Körper ausgeschieden werden oder auch zurückbehalten werden. In dem Fall sorgt Aldosteron dafür, dass das Natrium im Körper bleibt. Natrium ist ein Elektrolyt, also ein geladenes Salz, um das mal so einfach auszudrücken. Das ist an der Stelle jetzt auch nicht ganz so entscheidend, aber Natrium zieht Wasser hinterher. Und wenn der Körper mehr Wasser zurückbehält, steigt wiederum der Blutdruck, weil wenn ich in meinem System, einfach in meinem Rohrsystem, mehr Wasser zur Verfügung habe, kann ich auch einen höheren Druck generieren. So dass ich zwei Effekte habe, die sich in unserem Fall negativ auf den Blutdruck auswirken, indem der Blutdruck steigt. Gebe ich jetzt dem Patienten einen ACE-Hemmer hier vorne, dann wird hier eine Blockade, also es wird weniger Angiotensin 2 gebildet. Dadurch haben wir diese Gefäßengstellung nicht mehr so und wir haben nicht den Effekt, dass Aldosteron dafür sorgt, dass Natrium rückresorbiert wird und noch mehr Wasser im System bleibt. Das Ganze ist so schön, weil es auf der einen Seite sogar die Niere noch zusätzlich schützt.
Gerade Diabetiker profitieren sehr von ACE-Hämmern. Das andere Schöne an dem Medikament, die Nebenwirkungen sind da, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, aber die sind relativ überschaubar und treten relativ selten ein. Die häufigste Nebenwirkung ist ein Husten. Manche bekommen, nachdem sie ACE-Hämmer verordnet bekommen, einen trockenen Reizhusten. Das kann man mit dem Arzt aber besprechen. Dann gibt es noch eine Alternative zu dem klassischen ACE-Hämmer, genau wegen diesem Reizhusten, weil der relativ häufig bei Patienten zu beobachten ist, wurden die Sartane entwickelt. Sartane. Hier hat man versucht, den ACE-Hämmer noch ein bisschen weiterzuentwickeln, um weniger diesen Reizhusten auszulösen. Das ACE ist nämlich nicht nur an der Niere wirksam. Wie fast immer in der Medizin haben Enzyme verschiedene Aufgaben, die wir aber gar nicht hemmen wollen. In dem Fall hat man das mit den Sartanen versucht zu lösen. Sollte bei euch ein Reizhusten eintreten, kann man quasi trotzdem einen ACE-Hämmer geben, der aber weniger diese Nebenwirkung verursacht. So, an dieser Stelle möchte ich erstmal Schluss machen. Das Video ist schon länger geworden, als ich dachte. Die Medizin ufert immer ein bisschen aus. Das wird mir wahrscheinlich häufiger noch so gehen. An dieser Stelle trotzdem, ciao erstmal und wir sehen uns im nächsten Teil.